So, einfach hier rein. Jetzt zerschredder dich. Ich kann eine Rakete fliegen. Wahrscheinlich ist das der Todesstern. Wahrscheinlich geht er so leicht kaputt an einer Kante. Okay, Leute. Internationale Raumstation versus Schredder. Da zerschreddern gerade 150 Milliarden US-Dollar. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video vom Kanal. Ich werde heute wieder Teardown spielen. Hab ja vor 2 Tagen schon was zerschreddert. Das machen wir heute auch. Genau, heute werden wir nämlich, wie ich beim letzten Mal schon angekündigt habe, eine einzelne Folge nur für Raketen machen. Nur für Weltraummaterial. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. Ich habe heute ultra lang geschlafen, bis 10.30 Uhr und normal nehme ich um 11 Uhr spätestens das Video auf. Das war dann ein bisschen, ja, verwirrend. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, ich habe noch so einen Kampfheli. Aber das ist ein anderer diesmal. Kann ich mit dem jetzt fliegen? So, eh. Habe ich jetzt ein Fenster aufgemacht? Oh mein Gott, ich kann mich hier abseilen. Hey, wie cool. Das ist so ein richtiger Heli, wo ich mich reinsetzen kann. Ich kann die Sitze umklappen. Ah, hier ist nur ein Window, okay. Okay, so fahre ich nach vorne. Ja, ich kann Lichter und so anmachen, aber wie kann ich denn fliegen? Jetzt hebe ich ab. Aber irgendwie nur so minimal, ne? Was ist das denn für ein Heli? Seit wann kann ich aus der Map rausfliegen? Hallo? Ich habe gar keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Vergessen wir das einfach mal wieder. Kampfheli versus Schredder. Oh. Der hat's indirekt überlebt. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwie nicht. Ihr seht hier die Propeller, die Rotoren. Ja, hier die eine Seite ist komplett offen. Das sah nicht so schön aus. Ja gut, dann werfe ich mal noch was rein. Also ihn nochmal, meine ich. Und komm, diesmal über... Nein! Hey, wieso haust du den denn immer weg? Ja, komm, jetzt mal Schluss mit lustig hier. Jetzt werde ich den mal so richtig in die Mitte reinmachen. So, einfach hier rein. Jetzt zerschredder dich. Ja, ja, vielleicht. Oh mein Gott, er hängt! Wir kriegen den nicht zerschreddert. Das ist die erste Sache, die durchgehend rausfliegt, ne? Also entweder ist Teardown gerade komplett kaputt oder es liegt an diesem Heli, denn Teardown ist jetzt schon 2-mal abgestürzt. Aber das war ja sonst eigentlich ganz selten der Fall. Dementsprechend muss es ja am Heli liegen. Space and Rockets. Jetzt fängt's an. Basic Rocket. Ey, allein diese Rakete ist schon so groß. Ja, okay. Rakete versus Schredder. Okay, also, das Ding, hä? Wieso schießt, was war denn das? Das war ja total die komische Physik. Okay, also die Rakete hat keinen Sprengstoff geladen, das ist schon mal gut. Kein, ja, ich weiß nicht, wie der Sprit, wie das, ja, der Treibstoff heißt. Kerosin, aber das ist ja eigentlich nur für Flugzeuge, ne? Falcon 9. Ja, bessere Rakete, ist nicht mehr so basic. Ich hoffe mal ein bisschen mit Sprengstoff geladen. Also nein, ist sie nicht, aber es sah trotzdem richtig cool aus. Ich will jetzt mal gucken, wenn wir, ist egal, ist basic oder so, an die Seite, ob die dann rausgeschleudert, ja. Die werden vor allem richtig weit geschleudert. Oh Mann, sie ist nicht mal zerbröselt. Hat die da unten so ein Schwergewicht oder warum steht die? Die ist niemals so gelandet, niemals. Wartet, ich muss mal gucken, ob da was drin ist. Drive Vehicle. Ich kann eine Rakete fliegen. Zumindest ein kleines Stück weit. Ich konnte die Falcon 9 nicht steuern. Beziehungsweise ich konnte sie irgendwie steuern, aber sie ist halt nicht abgehoben. Aber ist ja gut, wenn sie nicht abgehoben ist. Versteht ihr? Wegen, also abgehoben, arrogant und so. Ja, gut. Death Star. Ist das der Todesstern? Todesstern wird... Wahrscheinlich ist das der Todesstern. Wahrscheinlich geht er so leicht kaputt an einer Kante. Der ist ja komplett kaputt gegangen. An einer Kante, der Todesstern. Flat Earth. Die ist nicht flach. Also, ich sorry, aber das ist nicht flach. Ringworld? Ah, es gab mal so einen Film, da haben die auch in so einem Ring gelebt, die Menschen im Weltall. Wisst ihr noch, welcher Film das war? Okay, das ist einfach kaputt gegangen. Also, falls ihr den Film noch wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh mein Gott, das sind die Five Nights at Freddy's Sachen. Also, ich weiß nicht, ob ihr Five Nights at Freddy's kennt, aber das sind diese, ja, diese Kreaturen da. Ich habe es ganz früher mal gespielt, als es so ein bisschen im Hype war. Oh mein Gott, wird das jetzt ein Horrorfilm oder was? Also, Horrorspiel, meine ich. Ja, okay, das Problem ist, die sind alle zu klein. Die müssten wir mal in den Mixer reinwerfen. Spacecraft. Das ist ein Satellit. Okay. Ja. Oh mein Gott, Satelliten sind, glaube ich, so teuer. Oh, ein größerer Satellit? Komm, der überlebt jetzt aber. Jetzt mal Schluss mit lustig hier. Jetzt mal ein bisschen überleben.
Was ist das denn? Das sieht aus wie so Kirschen. Okay, die Kirschen haben es überlebt. Dann das gleiche mit Tee. Ey, Mann, das ist genau der gleiche gewesen, oder? Weiß nicht, überleben da auch die Kirschen? Nein. Space Shuttle. Oh Mann, das Space Shuttle einfach. Aber wartet. Wir müssen nochmal gucken. Space Shuttle Spacecraft, Space X Dragon. Oh, so ein kleiner Fratz. Oh, das ist eine richtig kleine, putzige Rakete. Oh, die hat eine Explosion in sich. Das könnten wir gut nutzen. Wartet. Mir Space Station. Oh mein Gott, das ist eine Mischung zwischen Space Shuttle und ISS, oder? Was machen die Kirschen da schon wieder? Seht ihr die? Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das ist echt krass. Salute 7 Space... Ah, okay, das ist auch eine Raumstation anscheinend. Ey, wenn man wüsste, was da für Milliarden Euro... Einfach wechseln durch so einen Schredder. Ich muss mir erstmal die internationale Raumstation so angucken. Das ist die ISS. Wartet, das muss ich mal kontrollieren, ob die wirklich so aussieht. Okay, ja, die sieht wirklich so aus. Ich habe gerade Bilder angeguckt und das ist wirklich die ISS. Die internationale Raumstation. Oh Mann. Ich glaube, wir machen das Space Shuttle als Finale, oder? Okay, Leute. Internationale Raumstation versus Schredder. Ich hoffe, es funktioniert überhaupt. Wir haben einfach die internationale Raumstation in den Schredder geworfen. Ich muss noch mal kurz gucken, wie viel die gekostet hat. Die internationale Raumstation hat 150 Milliarden US-Dollar gekostet. Und da hinten liegt sie jetzt. Die ist, glaube ich, nicht mehr so viel wert. Das war genau die Mischung zwischen Space Shuttle und einer Raumstation. Ich glaube, wir kriegen das gar nicht richtig eingesaugt. Okay, okay, okay. Nochmal hier. Space Shuttle Spacecraft. Das ist ein besseres Space Shuttle. Also, es sieht cooler aus. Okay, jetzt machen wir das Finale. Space Shuttle versus Schredder. Das ist jetzt nochmal... Hä? Ah, das sieht doch genauso aus wie das, oder? Sind die nicht genau gleich? Okay, ich mache jetzt erstmal das normale Space Shuttle. Die haben einfach das Space Shuttle zerschreddert. Und jetzt das Spacecraft Space Shuttle. Let's go. Danke, Leute. Oder meinen die damit, dass es genau das gleiche ist, aber das Spacecraft Space Shuttle ist fliegbar? Fliegbar? Ich weiß es nicht. Warte, da muss ich auch nochmal kurz gucken, wie viel das gekostet hat. Also ich weiß nicht, ob das... Also das liegt... Es versteht jetzt anscheinend nicht das Space Shuttle direkt, wie viel das kostet, aber ein Flug. Doch die Kosten sind gigantisch. Sie liegen pro Shuttle-Start bei geschätzt 1,5 Milliarden US-Dollar. Also einmal fliegen kostet 1,5 Milliarden. Wenn ein Flug schon so viel kostet, dann will ich gar nicht wissen, wie die eigentliche Rakete, wie viel die kostet. Ich will nochmal die internationale Raumstation reinwerfen. Auf entspannt. Aber diesmal zerschreddern, bitte. Ich glaube, wir schaffen es. Da zerschreddern gerade 150 Milliarden US-Dollar. Naja, immerhin haben es die Spiegel überlebt. Teilweise. Ja gut, und das hintere Teil hat auch überlebt. Obwohl, vielleicht ist das vordere Teil. Man weiß ja nicht, welche Richtung und so. Ich glaube, so eine krasse Folge hatten wir noch nie, oder? Oh mein Gott, stimmt. Diesmal ist ja auch wirklich alles zerschredderbar gewesen. Sonst hatten wir in jeder Folge irgendwie Sachen, die man nicht so zerschreddern kann. Aber heute ein anderes Level. So, und jetzt nochmal das Space Shuttle. Ich will es nochmal fühlen. Das Space Shuttle von ganz weit oben. Oh Mann, 1,5 Milliarden. Weg! Das ist anscheinend eine andere Raumstation, aber auch mit dem Space Shuttle dran. Ich glaube, das war die wahrscheinlich die ältere, also die ältere Raumstation vor der ISS. Okay, Zerschredderung! Wir schaffen's! Jetzt haben wir wirklich die komplette Raumstation zerschreddert. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Für mich persönlich, glaube ich, die krasseste Folge von allen bisher. Also eventuell, falls ihr Bock habt, suche ich mir nochmal mehr Space-Sachen raus, denn das war echt cool, die sind sehr zerstörbar. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Abo und ein Like da. Checkt auch sehr gerne die Mitgliedschaft aus. Erster Link in der Beschreibung. Sonst würde ich sagen, war's mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal.
Ah!